Hallo Elisabeth. Hallo Andreas. Bettina Lockemann. Genau. Nach Süden. Vorher zeige ich aber noch ein bisschen was anderes. Darf ich nicht schon drin rumblättern? Nee. Okay. Ganz kurz noch. Also Bettina Lockemann, Fotografin und Wissenschaftlerin. Das war ihre Doktorarbeit oder ist ihre Doktorarbeit, das fremde Sehen, der europäische Blick auf Japan in der künstlerischen Dokumentarfotografie. Disclaimer, das Foto ist von mir. Aus deiner Japanarbeit. Aus meiner Japanarbeit, genau. Ja, ich finde hier übrigens, wenn wir das schon hier liegen haben, das Kapitel. Wann ist Fotografie dokumentarisch, Gebrauchsweise in der dokumentarischen Fotografie? Das finde ich sehr gut, sehr wichtig, sehr gut beschrieben. Natürlich ist der Rest auch gut, aber das, wenn man einfach was über Dokumentarfotografie lernen will, kann man da auch einfach mal reinlesen. Genau, ich würde auch sagen Standardwerk von 2008 bei Transkript erschienen. So, es gibt auch noch ein neueres Buch, was auch hier in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielt. Das Fotobuch Denken, eine Handreichung, bei HP Kranz erschienen. Und ich glaube, dass ganz viel, wie wir über Fotobücher sprechen, darin vorkommt. Oder ja, vielleicht sogar daherkommt. Von 2022 ist es und das gibt es auch auf Englisch. Ach ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Ah ja, schön. Sieht genauso aus, hat dann nur den englischen Titel. Genau. Ja. Und also da kann man auf jeden Fall viel lernen und ich finde auch das total super geschrieben. So. Und sie macht aber auch Fotografien und arbeitet als Künstlerin. Genau. Sie hat auch selber schon viele Fotobücher gemacht und ich finde, das merkt man dem eben auch an. Also dem Nachdenken über Fotografie, wirklich die Erfahrung, wie ist es denn, Fotos auszuwählen, in eine Reihenfolge zu bringen, zu überlegen, wie das Buch aussehen muss und so weiter. Und ich finde, sie hat auch eine ganz gute, gut gepflegte Seite, archivalien.de, wo man das alles nachlesen kann. Ich blätter jetzt mal ein bisschen rum, ne? Du wirst ja sicherlich noch was. Genau, ich habe ehrlich gesagt gar nicht viel mehr jetzt im Vorfeld zu sagen, außer dass wir über den Ort sprechen sollten. Okay. Ja. Hier wird er enthüllt. Also da steht einfach Fotografien und Anmerkungen aus dem Süden der USA. Und da ist hier aber ja eine konkrete Stadt abgebildet. Und das ist Greensboro in Alabama. Fällt dir dazu was ein? Mhm. Aber du. Das ist in Hale County. Und in Hale County haben sich James Agee und Walker Evans auch aufgehalten, um dieses Buch zu schreiben bzw. zu fotografieren. Das ist jetzt eine sehr merkwürdige Ausgabe, wie ich finde. Aus der anderen Bibliothek, also eine relativ neue Ausgabe des Buchs, eigentlich in den 30ern geschrieben, in den 40ern zum ersten Mal erschienen. Let us now praise famous men. Genau, let us now praise famous men. Ist eine sehr bibliophile Ausgabe, aber irgendwie, finde ich, sind die Fotos da nicht so richtig behandelt worden, also man kriegt quasi keine Informationen dazu. Aber das war sozusagen Ausgangspunkt für Bettina Lockemann, sich mit der Region zu beschäftigen, die Arbeit von den beiden? Also ich würde mal sagen, jein. Also einerseits ist es natürlich so ein guter Anknüpfungspunkt, aber worum es überhaupt nicht geht in dem Buch, ist jetzt zu sagen, ah, die waren damals da und wie hat denn Walker Evans fotografiert und wie sieht es da heute aus? Oder, ja, ja. Oder wie kann ich mit dem gleichen Blick da drauf gucken? Und ich glaube, in dem ganzen Buch kommt der Name Walker Evans auch nicht vor, weil ich, also das finde ich ganz sympathisch, weil es ja immer so einfach ist, sich so in so eine große Genealogie zu stellen. Ne? Und es geht ja aber, es geht um was ganz anderes.
Und vielleicht ist es deshalb aber notwendig, eben auch trotzdem kurz über Walker Evans zu sprechen, um das auch deutlich zu machen, dass es ist nicht auf den Spuren von Walker Evans oder so. Ja, da keine Zitate. Genau, es gibt keine bildnerischen Zitate, außer vielleicht einem, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und es geht auch nicht darum zu sagen, ich mache jetzt die neue sozialdokumentarische Fotografie da, sondern ich finde, sie sucht auch was anderes. Oder es geht nicht darum zu sagen, und da ist der Süden der USA ist immer noch so abgehängt oder so. Sondern es ist wirklich zu sagen so, die waren da an dem Ort und wie ist es denn jetzt? Und ich nähere mich dem mit meinen Mitteln und mit meinen Strategien. Und ich greife eben nicht auf die Strategien von damals zurück. Ja. So. Und wir haben ja schon öfter über so Fragen gesprochen, ne? Was muss ich wissen, um was zu verstehen, also gerade was ein Fotobuch betrifft und wie viel Informationen muss das Buch selber enthalten. Und ich finde, dass sie hier echt einen echt super Move gemacht hat. Und die alles, was sie uns über den Ort erzählt, erzählt sie quasi durch andere. Also es sind immer so kleine, ne, so kurze Texte, die sind alle unabhängig voneinander. Und da erzählt sie immer, was Leute ihr erzählt haben oder wie sie Leuten begegnet ist. Und nicht so, jetzt erzähle ich euch mal hier die Wahrheit über Greensboro oder so. Nee, ja. Sondern es sind immer diese kleinen Fragmente über die Stadt, aber immer über den Blick oder durch den Mund von denen, die dort leben und die dann auch in den Bildern eben vorkommen. Und das finde ich eigentlich eine super Strategie. Ja, auf jeden Fall. So. Und hier sieht man ja auch lokale Industrie so ein bisschen mit erklärt oder die Zeitung. Genau, das ganze Buch geht so nacheinander. Also man merkt es gar nicht so beim Angucken, aber wenn man die Texte liest, wird es dann doch deutlich. Also es ist schon, wie soll ich sagen, also es interessiert sich total für diesen Ort und was da eigentlich passiert. Also man sieht die Stadt natürlich und die Landschaft und die Menschen, die dort leben. Und das ist jetzt ja auch nicht typisch für Bettina Lockemann, Porträts zu zeigen. Mhm. Das finde ich aber einen ganz wichtigen Aspekt dabei. Und ich finde, es hat auch noch mal so einen total indirekten Walker-Evans-Bezug. Weil es gibt ja die Geschichte, wie er die Pächterfamilie fotografieren wollte. Und dann haben die sich ihre besten Klamotten angezogen. Und dann hat er gesagt, nee, zieh doch mal lieber wieder die Lumpen an, damit ich ein authentisches Foto von euch machen kann. Und genau, ne, um sowas vielleicht dann auch wieder in ein Verhältnis zu setzen, zu sagen, nee, aber die, ich fotografiere die so, wie sie auch selber gesehen werden möchten. Ja. So, dann gibt es so ganz konkrete Geschichten. Also sie guckt sich so wirtschaftliche Aspekte an, wie du eben schon gesagt hast. Es gibt die Zeitung, dann macht sie einen Ausflug zu der Whitney-Plantage, was so wie so ein Museum für Baumwollanbau ist, von dem ja Greensboro früher geprägt war und der jetzt dort aber nicht mehr stattfindet. Dann gibt es Volunteers, die da in verschiedenen Institutionen oder bei verschiedenen Organisationen arbeiten. Es gibt eben die Baumwolle, es gibt dann dieses Rural Studio, das ist von der Uni, glaube ich, wo Architektinnen versuchen, möglichst günstig Häuser zu konstruieren, die dann Leute, die nicht viel Geld haben, bauen können oder gebaut bekommen können. Die so Ideen entwickeln, eben wie man möglichst günstig so Wohnraum schaffen kann. Dann gibt es das Safe House Black History Museum. Dann gibt es einen Link zu dem Marsch von Selma nach Montgomery von 1965 mit Martin Luther King, der durch den Ort geführt hat. Also Greensboro liegt genau an dieser Route. Dann gibt es Catfish-Zucht,
Gemüseanbau und dann reißt sie noch ein weiteres Thema an, was dann aber nicht mehr ausgeführt hat, wird, wo es um die abgebauten Denkmale für die Südstaaten-Generäle geht. So, da kommen wir aber gleich nochmal ausführlicher drauf. So, und jetzt hast du auch schon gemerkt, dass manche Bilder schwarz-weiß sind. Genau, manche sind schwarz-weiß. Manchmal gibt es so eine Leerseite neben dem Text, das lese ich so wie so Kapitel-Einführungen in so einen Abschnitt von Bildern, der jetzt folgt. Da können wir ja gleich nochmal näher schauen, wie das ist. Genau. Die Querformate sind immer gedreht. Genau, und es geht natürlich auch darum, einem der mächtigsten Vorwürfe gegen die Dokumentarfotografie zu begegnen, nämlich das Elend quasi zu ästhetisieren und zu sagen, ja, da ist ja aber nicht nur Elend, ne? Da passiert ganz viel und da gibt es ganz viele Leute, die sich ja um positive Dinge kümmern und die sind da alle drin und das finde ich auch so eine Haltung, die man sich echt hart erarbeiten muss, die nicht so von alleine kommt. Es ist total einfach, da hinzufahren und irgendwie so runtergerockte Sachen zu fotografieren, die ästhetisch total interessant sind. Und das macht sie eben genau nicht. So, und dazu dient auch Umweg ist jetzt das falsche Wort, aber dieser Weg über die Menschen, die sie dort trifft. Ne? Weil die natürlich einen ganz anderen Blick darauf haben. Und weißt du, wie lange sie dort war und ob sie irgendwie die Leute eher zufällig kennengelernt hat oder ob sie recherchiert hat vorher? Das geht alles aus den Texten auch hervor. Ich glaube, hinten drauf steht, sie war... ich glaube, meines waren 2 Monate. Irgendwo steht's. Jetzt kaum sucht man was, findet man es natürlich nicht. Das hatten wir auch schon oft, die Situation. Genau, fügt sich also gut ein. Ich denke mal so 2 Monate ungefähr. Und sie ist da halt hin und hat angefangen, mit den Leuten zu reden. Und ist dann natürlich auch zu Orten gegangen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch war, Leute zu treffen. Oder eben auch bestimmte Sachen, die sie recherchiert hat, hat sie dann aufgesucht und versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und die dann eben auch zu fotografieren. Und es gibt auch hinten drin dann eine Liste von allen Personen quasi, die vorkommen in den kleinen Texten. Und die sind dann nochmal extra markiert, von denen es auch ein Bild gibt. Und die Schwarz-Weiß-Bilder sind alle die quasi so einen historischen Bezug haben. Postskriptum und dann kommt ein Bild, wo hier das Denkmal noch da ist und auf dem nächsten Bild ist es dann weg. Ja, das wäre ja auch noch interessant gewesen, da mehr zu haben. Ja, ich glaube, das vielleicht reichen die 2 Bilder auch einfach als Statement. Genau, also das wäre dann eine andere Arbeit, glaube ich. Ja. Und das ist auch nochmal, sie beschreibt es auch, dass auch nochmal ein Unterschied ist, so in der gesellschaftlichen Diskussion eben zwischen zum Beispiel New Orleans und 2 Monate. Da steht es, 2 Monate, war ich richtig. Ja, hier sind die Namen alle und die, wo es ein Bild gibt, haben dann jeweils eine Seitenzahl. Was ich gerade noch sagen wollte, in New Orleans finden da die Diskussionen ganz anders statt als jetzt auf dem Land in Greensboro. So. Ja. Fotohof Gut. Salzburg. Genau, ist beim Fotohof erschienen. Und auch ausgestellt? Nee, leider nicht. Vielleicht kommt das ja noch. So, und jetzt vielleicht fangen wir hier mit diesem Text mal an, weil der sich auf dieses Bild bezieht und dieses, was quasi jetzt vom Titel abgesehen ja das erste Bild ist. Da ist dann hier der Text.
Kutsu kam im späten 19. Jahrhundert in die USA als Gartenpflanze aus Japan. In den 1930er Jahren empfahl es die Regierung gegen die Bodenerosion, am Anfang mit Erfolg. Doch seit dem Beginn der Abwanderung in die urbanen Zentren des Nordens vermehrt es sich unkontrolliert. Heute gilt es als schädliches Unkraut. Und ich glaube, jede, die schon mal in der Gegend war, kennt es auch, wie so ja, Sachen davon so zugewachsen werden und dann irgendwie alles so runterkracht quasi. Mhm. So. Und dann ist das erste Bild, abgesehen von dem der Innenklappe, die Main Street von Greensboro. Und da würde ich jetzt gerne das Walker Evans Foto zeigen, was er von der Main Street in Greensboro gemacht hat. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt zwei Fotos. Eins ist in American Photographs drin. Und das ist auch das gleiche, was in Preisen will ich die großen Männer drin ist. Das kann man mal daneben halten. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das von der anderen Seite aus fotografiert ist. Dieses Gebäude kann man hier wieder erkennen. Mhm. Ja, also er fotografiert von, ich weiß es nicht, Osten oder Westen und sieht dann von Westen oder Osten. Also von der anderen Seite. Und was ich aber noch viel erstaunlich oder was mich ziemlich umhaut. Ich finde, das ist ja ein erhöhter Kamerastandpunkt. Ja. Und es ist wie, als ob sie das zurück auf den Boden der Tatsachen holt oder so. Das fand ich eine super Idee, sozusagen. Also ich bin mir nicht sicher, aber was ich meine gelesen zu haben an dieser Stelle oder wo aus Walker Evans fotografiert hat, dass da das Hotel stand und dass er aus seinem Hotel oder aus einem Hotelfenster fotografiert hat. Und es gibt wohl auch... Naja, der muss ja hier irgendwie sein. Ne? Ich habe es nicht gefunden. Also an der Ecke, wo er gewesen sein muss, gibt es kein höheres Gebäude mehr. Oder gar nicht. Also ne, es ist jetzt, wie gesagt, ich hab das jetzt nicht zu Ende recherchiert, weil ich wollte ja nicht über Walker Evans jetzt reden, sondern über Bettina Lockemann. So, und was ich super finde, ist, dass die Parkplätze immer noch original genauso angeordnet sind wie damals. Ja, das stimmt. So, aber ich finde, das ist halt wirklich, ja, da merkt man die Zeit dann vielleicht so ein bisschen an der Entwicklung der Fotografie oder ne, man macht eben, also wir haben irgendwie eine ganz andere Vorstellung davon, wie wir mit Bildern umgehen, als Walker Evans das hatte. So. Und wie gesagt, für mich ist es so ein, das hier ist vielleicht so sehr, ne, im Hinblick auf das gute Bild und es muss alles stimmen und so. Und das hat es alles auch und ist aber zusätzlich noch, hat es so eine Geste, ich stehe aber auf dem Boden. Hm. So. Und deswegen fand ich das interessant, das nochmal daneben zu legen. Ja, mir gefällt das auch, das ist auch ein schöner Einstieg und auch, ich mag die Anschnitte, also wie das hier alles ist. Und ich genau, und es ist total belebt und ne, es ist schon, ja, es setzt auch dieses USA-Thema so und dann... ist natürlich dieses Gebäude ein historisches, was auch schon bei Walker Evans auf Bildern zu entdecken ist. Ja, natürlich. Ne? Also so, das ist so, ja. So, ich finde das ein super Einstieg, aber ansonsten ist es ja jetzt eben nicht ein spezieller Blick oder so, oder ein spezieller Ort. Spezieller Blick schon. Hast du das Foto auch da? Nee. So, und dann gibt es noch ein drittes Foto. Ich nehme an, dass es auch Main Street ist. Ja, hier ist so eine persönliche Begegnung mit einem Einwohner von Greensboro, Charles. Genau.
Also Charles spricht mich auf der Straße an. Wer bist du? Du läufst bereits seit einer halben Stunde hier rum. Er ist 75 und schneidet seit 40 Jahren Haare. Die meisten seiner Kunden sind mittlerweile gestorben. Ich habe ihn nicht wiedergesehen. Und so der Bericht so vom ersten Tag sozusagen. Es gibt sofort so einen Kontakt. Ne? Ja. So, und dann finde ich, hier ist so versteckt so eine bestimmte Art von Architektur, die wir auch ganz oft in so alten Fotos aus dem amerikanischen Süden sehen. Aber es ist eben total versteckt hinter. Ne? Eigentlich geht es in dem Bild um was anderes. Ja. Dann sozusagen die gegenteilige Architektur, die prekäre, temporäre Architektur. Und dann kommt der Titel. Und dann kommen wir erst zum Titel. Ne? Sie hat das ja auch mitgestaltet, das Buch. Ne? Also es steht zumindest hinten mit dabei als Gestalterin. Weißt du da was über den Prozess? Also welche Entscheidungen wie wo getroffen wurden? Mhm. Okay, aber jetzt, also hier kommt man erneut rein. Das ist ja wieder so ein Weg, genauso wie das erste Buch, was ja die Main Street war. Und hier ist es eher so dann, na, hier sind wahrscheinlich so Häuser, die so abgehen, so Wohnhäuser. Und dann ist man aber in der Natur, ist eher so der Weg raus. Ja. Dann lese ich einfach nochmal einen Text vor, weil ich finde das total wichtig, immer ne, diese kurzen Eindrücke, wie die sich mit den Bildern verbinden, die natürlich keine dieser Geschichten zeigen oder so. Als erstes zeigt mir Larry ein Video. Mit einem Baseballschläger neckt er eine Klapperschlange. Hast du keine Angst? Ich hatte meine Snake Boots an und wenn sie dich beißt, hast du eine halbe Stunde Zeit. Er hatte nachgefragt, sie haben das Gegengift vorrätig im lokalen Krankenhaus. Einige Wochen später bin ich dabei, als er eine Klapperschlange erschlägt. Ein echter Kampf, Mann gegen Bestie, viel Adrenalin. Bis zum Krankenhaus werden es mehr als 30 Minuten. Erst als er die Klapper in der Hand hält, sagt er, dass er seine Snake Boots gar nicht trägt heute. Mhm. So. Ja, das ist so einerseits, was sie erzählen, was sie mit denen erlebt, wie die ticken. Aber von Larry gibt es jetzt aus der Situation gar kein Foto. Nee. Auch kein Porträt irgendwie mit der Schlange. Nee, gar nicht. Obwohl sie es hätte machen können. Ja. Genau, also es ist wirklich, sind zwei unterschiedlichen Ebenen, die Bildebene und die Textebene. Aber vielleicht hat sie es fotografiert, aber nicht mit reingenommen. Oder ist es eine Behauptung, kann natürlich auch sein. Also ich glaube schon, dass das alles so stimmt. Oder genauso stimmt, wie die Bilder stimmen. Na, ich musste mal kurz an so The Pond oder sowas denken, wo auch Sachen behauptet werden, aber ja. So, und dann, hier sind wir zum Beispiel dann ne, bei der Holzwirtschaft. So, und es sind aber jetzt, ist es ja nicht irgendwie, also es ist nicht so darauf hingezielt, sondern schon dann auch das, was man eben in dem Ort beobachten kann. Ja, aber man kommt ja natürlich auch vom Wald, von der Rodung, dann... Genau, so ist es, so ein Ablauf. Also man folgt ihr schon irgendwie, ne? Ja. So ein bisschen... Genau, dann erfährt man sowas über die Vergangenheit, es sind die Jobs, die fehlen, erzählt jeder hier. Sie wünschen sich einen Walmart. Solche Jobs zahlen aber nur den Mindestlohn, sage ich. Der reicht nicht mal hier zum Leben. Es gäbe dann auch keine Geschäfte mehr auf der Main Street. Genau das ist passiert in Demopolis, der Stadt unten an der US Route 80 in Marengo County. Viel Kleinindustrie hat hier dicht gemacht, schon in den 1990er Jahren. Der größte Arbeitgeber der Region ist Mercedes-Benz in Tuscaloosa. Auch sonst gibt es dort Arbeitsplätze. Man fährt länger als eine Stunde hin. Ne? Also nochmal so die wirtschaftliche Situation beschrieben von so einem... Von einer kleinen Firma. Von einem kleinen Ort mit. So, und dann gibt es trotzdem die Zeitung, die immer noch seit 1800, weiß ich nicht wann. 76. Seit 1876 jede Woche erscheint. Ja, und da finde ich auch, dass die Bilder eben nicht durch den Text abgeschwächt werden,
weil man darüber hinaus, finde ich, in dem Bild total viel erfährt. Ne? Das sind so Jahresbände, die wahrscheinlich auch, und wie es eben in dieser Druckerei aussieht. Und die Texte und die Porträts, wenn die zusammengehören, sind die auch immer irgendwie, also nicht eben nicht so, meistens nicht direkt nebeneinander, aber doch in der Nähe, dass man das sich dann erschließen kann. Und dann kann man natürlich hinten nachgucken, naja, ist das die, die jetzt auch aus der Geschichte ist. Da weiß man jetzt aber nicht, ob die Person, die vorher porträtiert wurde, Wetter ist. Oder? Doch, das kann man eben hinten nachgucken in dieser Liste. Da sind wir ungefähr Seite 29. Wetter Collins. Okay. Das heißt, das ist sie. Ja, aber manchmal ist die Geschichte oder die Information vorangestellt und manchmal nachgestellt. Genau, und man kann es aber rauskriegen. Ja. Ne? Mit den Infos, die im Buch sind, kann man es rauskriegen, wenn man es will. Genau, da ist jetzt, achso, eben war auch erstes Porträt, dann die Geschichte, das kommt jetzt hier wieder. Und hier dann der Blick ins Innere. Genau. Und dann auch ist auch beschrieben, wo sie die Menschen getroffen hat. Und daraus erschließt sich genau das, was du vorhin gefragt hast, ne? Wo geht sie hin? So. Und dann gibt es hier diese Horseshoe-Farm, was dann eine Organisation ist, die ein bestimmtes Angebot hat, wo sie dann aber schon gezielt hingegangen ist, um dann da mit Leuten eben zu sprechen. So, und jetzt lese ich noch mal kurz den Text vor. Sie sagt, sie hätten die Köpfe nicht mehr im Tourprogramm. Auf der Whitney-Plantage. Dort erzählen sie die Geschichte der Sklaverei und nicht die aus vom Winde verweht. Gäste seien verstört gewesen. Man könne aber alleine dorthin gehen, nach der Führung. Die Köpfe waren vorher für alle sichtbar auf den Zaun gespießt, so wie damals nach dem Sklavenaufstand an der German Coast, damit alle sehen, dass sich Rebellion nicht auszahlt. Und das finde ich... Das ist so ein ganz kurzer Text, aber ich finde, da steckt total viel drin. Leute, die sich heute für die Geschichte interessieren, sind verstört, wenn sie dann was sehen, was sie tatsächlich an Geschichte erinnert. Ja, aber es ist ja auch ein krasses Bild, ne? Was hier beschrieben wird. Ja. Also wir sehen die Köpfe gleich, kommen gleich. Ne? Das ist dann in diesem... Museum, Whitney Plantage. Hier kann man wieder an Walker Evans denken. Mhm. Ne? Der hat Porträts, wo so Holz. Ist das eine echte Person oder ist das eine das kann ich Figur? Gefängnis. Genau, das ist das Titelbild. Und da sind die Köpfe. Aber die sind ja trotzdem, da steht ja, sind nicht mehr im Programm. Sie sind nicht mehr im Tourprogramm. Also wenn die Leute eine Führung machen, kommen sie dann nicht mehr dran vorbei. Und man muss selber hingehen quasi, wenn man der Meinung ist, dass man sich das antun kann. Und das sind natürlich keine echten Köpfe. Ja, es bleibt ziemlich krass. Ja. Sind alle Bilder randabfallen? Nee, ne? Die sind jetzt... Nee, das kommt manchmal. Vielleicht andere Kamera, andere Sensorgröße oder so? Ich jetzt gerade nicht beantworten. Genau, und dann gibt es eben immer wieder Spuren von so Organisationen, die eben versuchen, da
das Leben in Greensboro oder in Hale County besser zu machen. Mhm. Manche Porträts, da hat man ja den Eindruck, die sind beim Erzählen entstanden. Bei ihr auch, In der Geste. Und manche sozusagen so eher ruhig, wie zum Beispiel das erste. Das Porträt, was wir eben hatten, mit dem Haus daneben. Wobei solche Porträts natürlich dann auch mehr so an so ein Evans-Porträt erinnert, ne? So ein inszeniertes für die Kamera posieren, wo der manchmal auch so Situationen einfach genommen hat. Ne? Ja. Vielleicht ist das auch gerade so die, die Analyse, die Bettina Lockemann vorher gemacht hat, was findet man in Porträts eigentlich von denen und kann ich das irgendwie mitnehmen? Ja, ich finde es schon, also auch da gibt es keine, weil bei Evans, kein Zitat, ne, sondern genau, nur so bei Evans ist schon immer das, wussten die jetzt, dass sie fotografiert werden und wären sie damit einverstanden, so gezeigt zu werden? Und das ist hier nicht, ne? Hier ist immer das totale Einverständnis für mich. Nein, hier gibt es immer der direkte Blick, ja. Oder das für die Kamera. Ja. So, und da finde ich auch irgendwie so, dass diese typische Architektur liegt dann so in der Unschärfe. Ist auch so ein bisschen subversiv. Ja, aber da muss ich dann auch an so Gossett-Schmidt und so Leute denken, also die irgendwie die Schärfe auf die unwichtigen, vermeintlich unwichtigen Dinge gelegt haben. So, das sehe ich in so einer Bildwelt, sage ich mal. Aber das finde ich auch gut. So, und dann kommen wir jetzt zum Baumwollanbau. Da geht es schwarz-weiß weiter. Das wollte ich auch auf jeden Fall noch zeigen. Der Baumwollanbau hat einst die Region geprägt. King Cotton hat für Reichtum gesorgt. So konnten sie sich schöne Häuser bauen. Der Preis für die anderen war hoch. Sklaverei, Sharecropping, Abhängigkeitsverhältnisse, Armut. Jetzt gibt es hier keine Baumwolle mehr. Ich fahre nach Louisiana, um eine Baumwollplantage zu besuchen. Direkt auf der anderen Seite des Mississippi. Später erzählt mir Becky, dass im Norden Alabamas noch immer Baumwolle angepflanzt wird. Sie brauchen kaum noch Arbeitskräfte. So durch, ne? Und das ist ja genau diese Walker Evans bzw. James McGee-Geschichte auch mit den... Die Sharecropper. Genau, die Sharecropper. Sharecropper. Und die Baumwolle. Ne? Gibt es auch die Tochter der Familie bei der Baumwollernte auf dem Feld. So, und hier ist aber so relativ, ne, bis hin zu abstrakt. Und diese Museumssituation mit der Puppe. Und aber diese Säcke, die man dann auf den Farm Security Administration Fotos auch noch sieht. Und dann der... Dann der Cotton Made in China. Genau, der Baumwollstrauch aus Plastik. Da geht es jetzt ganz viel um den Shop einfach, ne? Wie so eine... Oder ich weiß nicht, ob das ein Laden ist oder mehrere. Okay. Auf jeden Fall, dass eben, ne, im Gegensatz zu vielen anderen Orten in den USA
da noch tatsächlich an der Main Street Läden existieren. Die Friseurin. So, jetzt kommt hier das Rural Studio. Das Semester ist gerade vorbei, es sind nur noch zwei Gruppen da. Sie arbeiten auf den Baustellen. Alex hat hier selbst studiert. Jetzt macht er Öffentlichkeitsarbeit. Er fährt mich durch die Gegend, um mir die Arbeit des Rural Studio zu zeigen. Das frühere Rural Studio hat oft mit ganz unterschiedlichen Materialien gebaut. Es entstanden experimentelle Architekturen mit Heuballen, Straßenschildern, Wellpappe oder Autofenstern. Die Materialität der kommunalen Bauten ist noch immer besonders. Die Privathäuser werden jetzt eher pragmatisch angegangen. Ja. Das dann da beim Rural Studio. Nochmal ganz schön das Modell und die, die Welt. So, und jetzt kommt der Teil, wo es um diesen March von Selma nach Washington? Nee, nach Montgomery. Montgomery. Genau. Und dann hat sie jetzt eben Berichte von Leuten, die damals dabei gewesen sind, die ihr erzählen, wie das war. Und da gibt es eben dieses Safe House Black History Museum, das Theresa eingerichtet hat. In diesem Haus versteckte sie mit ihrer Familie Martin Luther King vor dem Klan. Der fuhr in jener Nacht durch Greensboro, bewaffnet und mit Kapuzen. Sie meinten es ernst. Zwei Wochen später in Memphis war er dann tot. Also Martin Luther King. Mhm. So, und dann gibt es Bilder eben aus diesem privaten Museum. Die Clans-Verkleidung. Und dann gibt es wieder, ne, was sie hört über neue Aktivitäten von sowas wie dem Clan oder man weiß es nicht genau, was da ausgebrütet wird und ob da eine Bedrohung tatsächlich da ist. Hm. Und da treffen die sich vielleicht. 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 Genau. Also ist jetzt wieder schwarz-weiß, das heißt, es geht wieder um so die historischen Bezüge und das dann das Gefängnis. Kann ich das ja noch mal eben vorlesen? In Marion hat sie angefangen, die Geschichte des Marsches von Selma nach Montgomery, vom Bloody Sunday. Sie kamen aus der Kirche, wollten zum Gefängnis gehen und dort niederknien, weil sie einen ihrer Anführer eingesperrt hatten. Danach sollte es wieder zurückgehen in die Kirche. Zwischen den Gebäuden liegen keine 150 Meter. Ich glaube, das sind genau die Gebäude, die wir gerade gesehen haben. Mhm. Gegenüber ist das Gerichtsgebäude. Von hier kamen sie mit ihren Schlagstöcken. Wer konnte, rannte. Doch dann wurde einer erschossen, aus nächster Nähe. Seinen Sarg wollten sie dem Gouverneur ins Kapitol bringen. Die Brücke, über die sie nach mehreren Anläufen schließlich marschierten, heißt noch immer nach einem Grand Dragon of the Realm of Alabama des Clans. Mhm. Und das dann auf der nächsten Seite, der Name der Brücke steht da.
Ja, also es geht dann eben nicht nur um ah ja, heute und damals, sondern es geht dann auch um Kontinuität und das setzt sich dann fort in der Frage nach den Denkmälern, ja, natürlich. Ja, ne? Und dass diese ständige Auseinandersetzung mit dem, warum ist das so, wie es jetzt ist und könnte es anders sein, was müssen wir tun, damit es sich ändert, das steckt da irgendwie alles drin. Genau, dann da erinnern wir uns wieder an das Foto ganz am Anfang mit dem Weg. Und dann, da gibt es auch Geschichten mit dem, dass bestimmte Dinge nicht klappen, weil das mit dem Internet nicht so richtig funktioniert. Und nochmal, dass eben die Leute, die sie da getroffen haben, natürlich auch nicht wollten, dass sie da so die, ja, das runtergerockte fotografiert, sondern eben auch die schönen Seiten. Und ich finde, sie hat jetzt nicht die schönen Seiten fotografiert, aber doch das, wo man merkt, dass da Leute mit viel Liebe leben und ihre Welt, ihre Gesellschaft, ihren Ort gestalten. Ja, sie hat auf jeden Fall nicht irgendwie angefangen, da so einen romantisierten Blick in die eine oder andere Richtung irgendwie zu machen. Genau. Neutral geblieben einfach oder nüchtern geblieben einfach. Ja, und gleichzeitig kriegt es über diese Geschichten, finde ich, eben so einen persönlichen Zugang. So, und zwar sowohl über sie, als auch dann über die ganzen Menschen, die sie da halt trifft. Genau, da sind wir jetzt wieder bei der Catfish-Zucht. Und jetzt kommen wir noch zum Bio-Bauern. Was anscheinend in dieser Gegend eine Herausforderung ist mit dem Gemüseanbau. Und das ist der, der sich dieser Herausforderung gestellt hat. Genau, das ist die Geschichte mit dem Internet. Dass man da das Internet manchmal lange suchen muss. Und dann im Postskriptum gibt es noch eine Geschichte, worüber Greensboro mit New Orleans verbunden ist. Wobei man vielleicht dann noch dazu sagen kann, dass Bettina Lockemann auch eine Arbeit über New Orleans gemacht hat oder ein Buch nach Katrina. Und jetzt trifft sie in Greensboro zwei Leute, die eben damals mit dem Auto aus New Orleans weggefahren sind und in Greensboro quasi gestrandet sind, weil da der Tank leer war. Und dann konnten sie nicht in dem Moment nicht weiterfahren und dann sind sie irgendwie da geblieben. So, das finde ich auch ganz interessant, so eine Entfernung, die in einer Tankfüllung gemessen wird und dann auch wie so bestimmte Begebenheiten zustande kommen, warum man irgendwo ist oder nicht ist. Genau, und dann, das ist für mich auch nochmal genau wie so ein Ausblick oder so, wie, womit man sich noch beschäftigen könnte. Ja, ich finde das auch ein schöner Schritt, ne, von Trump zu... Okay, jetzt lass uns mal mit dieser ganzen Scheiße aufräumen. Ja. Genau, und es ändert sich eben doch was. So, das sagt es ja auch ein bisschen. Willst du noch was dazu sagen? Nee, ich hatte eigentlich gedacht, wir gucken nur einzelne Teile so intensiver an. Jetzt haben wir das Ganze. Jetzt haben wir nur zweimal durchgeguckt. Das war ziemlich komplett. Mach mal aus. Okay.